Da ist das Stück Holz wieder aufgetaucht. Dann wird das andere Holz mit Sicherheit auch wieder aufgetaucht sein, was da hinten lag. Und dann haben wir auch das Holz. Oh, und der Creeper dreht sich gerade um. Boah, geil, danke. Ich will eigentlich nur die Quest beenden. Ich weiß, ich brauche die ganze XP, aber ich möchte einfach die Quest beenden. Da, tschüss. Kein Bock aufs Monster. Na, lasst mich doch einfach laufen. Hauptsache, es klappt. So. Und jetzt gehen wir wieder in die schöne Musik, wobei hier eigentlich nichts schön ist. Aber hier ist eine schöne Musik. Na, es war so klar, dass dieses Vieh mich noch antütscht. Ich hätte einfach gerade aufs Mount aufsteigen sollen, aber ich hatte keine Lust. Und jetzt muss ich den ganzen Weg laufen. Ja, ist schön, dass du mich angreifen willst. Wanna be famous, be famous. Aber hier reagieren die Soldaten wenigstens auf so Monster. Deswegen sehen wir die jetzt alle durch alle Leute, die es hier gibt, so. Oder auch nicht. Doch, manche reagieren drauf, aber der Troll, er läuft einfach weiter. Und läuft und läuft. What the fuck? Was ist mit dir falsch, ey? Kollege. Ja, aber zum... Tatsächlich, ich kann ihn noch zum Sitzen bringen. So, hier, die Daily ist fertig. Good work, now you need to come back with the idea to deal with the dragon that controls the creeps. Ja. Tut mich auch. Er redet einfach... Was zur Hölle? Er hat einfach einen Stab auf dem Rücken und redet dann mit dem Stab so in der Hand. So. Geil. Well done. Now, if you're not too busy, Captain Reno was looking for you. Natürlich bin ich nicht busy. Thanks to you, I was able to find out how serious the contamination is beyond the Grand Wall. I summarized the research results into a short document and I need... to send it to Captain Renon. He should know the seriousness of the situation too. Your timing's excellent. Captain Renon has been looking for you. So when you see him, give him this ecological report for me. Okay, Chimera, Daily, Rotten Trolls, Deliver, I want to craft an item. Okay, wir haben alle Quests. Hm, Moment mal. Ted, eigentlich? Hier. The son of the great sage Preuss, old student, asks you to deliver this letter. Wait a minute. The seal on this letter is... Where did you meet the man? This seal is one of from the lead alchemist ring that Huron had when he went missing. If that man is his son, Eril, is he still alive? Yeah. Party killed... Okay. Okay, die Quest geht anscheinend nicht weiter. Und wir müssen unser Inventar ein bisschen leeren. Sales Grub. Repair. So, das brauchen wir zum Beispiel nicht. Genau, ach, was ich noch zu den Pyroxen sagen wollte. Wir haben ja jetzt Pyroxenboxen bekommen. Pyroxenboxen ist auch ein geiles Wort. Pyroxenboxen. Und krasses Beizium. Okay. Okay. Das brauchen wir auch nicht. Das können wir auch wegwerfen. Wir haben so viel Scheiße im Inventar. Das Dragon Bait Ding, das ballern wir auch mal raus. So, weg mit dir. Das behalten wir erstmal. Das brauchen wir auch nicht. So. Ja, was sollte ich denn jetzt sagen? Was sollte ich denn jetzt sagen? Ich weiß es gar nicht. Genau, es gibt ja diese ganzen Kristalle und Juwelen und Steine, die die Werte aufwerten. Man findet jetzt bei diesem Monster nicht mehr diese Steine an sich, sondern nur noch diese Pyroxenboxen. Und aus diesen Pyroxenboxen, das ist total geil, das Wort Pyroxenboxen, kriegt man dann zufällige Steine. Es ist einerseits reduziert so das ganze Inventargedönse, aber es ist natürlich auch so eine Glückssache, was man dann rausbekommt. Aber es ist auch eine Glückssache, was man so findet an sich. Von daher, because of the Chimera's attack, the Grand Wall of Silence collapsed.
Now that our main barrier is down, contaminated monsters are swarming the area. Even the capital guards are in chaos. This is a massive crisis. Where have you been? I've been looking all over for you. Entschuldigung, ey. Because of the Chimera's attack... Achso, new orders. My soldiers have been in turmoil, keine Ahnung, since the Chimera destroyed the wall. Giving out orders has been a nightmare. I need to recover our defense line. I hope you can help me. Please deliver my orders to Adjutant Theo, Engineer Witan, and KP Javas. KP Javas? What's that KP Javas? Oh my god! Since the Grand Wall of Silence collapsed, those sneaky kobolds have been trying to attack us from behind, but just maintaining our defense against bolas and the chimeras overwhelming enough force. So I would like you to get rid of the kobold gatherers who are looking for an opportunity to kill us while our back is turned. If you find any good weapons on them, bring them too. Also eigentlich soll ich nur die Waffen collecten. To survive in this kind of chaotic battlefield, you have to stay on full alert. Be careful. Since the collapse of the Grand Wall, more and more injured people have mutated into monsters. I guess their weakened bodies couldn't withstand the contamination. They are not our fellow soldiers anymore. Da läuft dahinter, im Hintergrund läuft einfach so ein Santa-Thief, so. Ja, ich laufe hier einfach nur so. The contaminated soldiers have lost their souls. We have to protect the other soldiers from the dead. Get rid of the containment soldiers roaming around the Grand Wall of Science. If you kill the containment bodies, their souls will be able to leave this world in peace. Was hast du denn noch? Soldiers who have been observing the area beyond the Grand Wall have witnessed strange moss covered monsters that float in the air and release spores that contaminate whatever they touch. We have to kill those monsters as soon as possible. Go beyond the wall, fallen Grand Wall and get rid of the drifting moss. Schwebendes Moos. Damn, they just keep coming. Did Captain Reynolds send you here? Alright, what are my orders? Ah, our supply warehouse, huh? What is this? The captain orders? Got it. Ah, I'm so angry, I can't see straight. There's no one in their right mind on this battlefield. Look, all the food burned to ashes. It's all because the soldiers didn't even try to protect the supply warehouse. Mercancy, please help me. Mercenary. Entschuldigung, ich habe das ja immer falsch ausgesprochen. Mercenary, please help me. Might still be some undamaged floor sacks at the post. Please bring them to me. What's the difference between getting killed by the enemy and starving to death? Dying in battle is much better than dying of hunger. Damn it. Da hat er recht. Hat sie recht. Have you heard the rumor that the number of injured soldiers is increasing? I heard it's because the Uruks in the forest are going crazy and becoming violent. We should kill them before they cause any more trouble. Hey, wait a minute. Uruk meat is really good. Where are you going? We're going to kill them anyway, so we might as well grill them to perfection, right? After you kill the mad Uruks, bring with some Uruk steak. All you have to do is to grill the meat thoroughly. Okay, jetzt soll ich auch noch kochen für die Leute, oder was? Ach, und du bist hier die Olle, die bei der man das alles craften kann. Okay. Das irritiert mich ein bisschen. Mit irgendwem sollte ich doch noch reden, oder nicht? Wo ist denn Witan? Witan! Ach, der steht da auch. Okay. Na, wir sammeln schon mal die Mehlsäcke ein. Ach, da ist Witan. Mein Gott, wieso habe ich den denn übersehen? Vor allem, wie geil ist das? 3 Meter von ihr einfach diese Mehlsäcke und sie kann die nicht selber einsammeln. Und ist auch nicht mit dem Kochen beschäftigt, weil sie ja nichts hat zum Kochen, aber ich muss alles einsammeln, weißt du? Ist wieder klar. Hello, Mister. Orders in this mess? Ja. Ich wollte das ja eigentlich einsammeln. Danke. Ah, damn it. When the Grand Wall collapsed, most of the useful materials were damaged or burned.
Diese, ey, diese Santa Fies, die waren echt alle die ganze Zeit durch meine Aufnahme laufen, ne? And my superiors yell at me for not repairing the wall. Damn it. Well, orders are orders, so I guess I have repaired the wall with whatever I can find. I will even use gravel if I have to. That's the life of an engineer. Ach so, du musst die Mauer, ja, dann reparier mal die Mauer. Fortunately, there's some waste material around here that I could use. So bring me some scrap wood and stone, would you? Then I will do whatever it takes to repair the Grand Wall. Stinky Trolls. Repairing the Grand Wall is a nightmare. Those stinky, hard, dead, rotten trolls pound on the wall so hard that I might fall again. As an engineer, I am better at repairing than fighting, so I keep fixing the wall. But there's no point in doing so if the rotten trolls keep breaking it. So help me, and quit pounding. I know it's a lot to ask, but go stop the rotten trolls for me, please. Ach ja, das wollen wir sofort machen. Aber wir müssen jetzt erstmal können unsere Hauptquest abgeben. Well done, that's one problem of my chest, but it will be difficult to restore our defense line. I think we need a new plan. This is rough. We have contaminated monsters in front of us and kobold gathers behind us. Go beat up those kobolds and don't forget to bring back their weapons. Yeah? Achso. It seems Hayden is having a hard time making a new preventative medicine. It looks like something happened to the soldier who has been helping him and he picked you as the replacement. I am glad he did. I can't afford to give him any of my soldiers. Go to Hayden now and help him with his project. Na, eigentlich sollte ich ja die ganzen Sachen erstmal von den anderen... Oh mein Gott, guckt euch mal bitte wieder mal eine Map an. Es sieht aus wie, Lutz Servant. Hello, mit diesem Riesenschwert. Sie sieht einfach aus wie so ein Küchenmädchen und hat da einfach so ein Riesenschwert. Das ist total geil. Hello, I am a servant of the great merchant Lutz. My master sent me on an errand to collect contaminated creeper tissues. But I'm just a lowly servant. I don't know if I can do it. Will you help me gather contaminated creeper tissues for my master? Was? Okay, das ist quasi die zweite Quest, die wir beim Lutz haben. Ah, I'm glad you can. The contamination on the other side of the Grand Wall is much worse than I thought. So I need your help to make a strong preventive medicine. Upon close inspection of the samples you brought me, I've decided that the vaccine we have been using so far is not sufficient to protect us from the contamination. To make it stronger, Vekin, we need some pure blood from the rotten trolls and contaminated red Gipsolia. They won't be easy to collect, but I believe you can do it. Our lives depend on you. Ja, natürlich. Now that the Grand Wall is broken, contamination is flowing in and corrupting the ecosystem of this area. But the biggest problem is that the contamination has made the red Gipsolia toxic. The pollen of the contaminated red Gipsolia is so poisonous that the soldiers who collect it are suffering from serious side effects. For the safety of the collectors, we should make a pollen counter agent and some breathing mask. I would like you to bring the required materials. I will need sturdy fabric for the mask and comet capsules for the counter rage. Level 7 should be strong enough. Oh, and some creeper dust poachers, please. Okay. Sturdy fabric habe ich noch in meinem Store. Also er möchte tatsächlich richtige Materialien. Das finde ich echt eine coole Quest an sich. Weil die Quest einfach sagt, jo, gib mir mal sturdy fabric. Das ist ja hier dieser Stoff, den wir da haben, den roten. Davon haben wir ja noch genug bei uns auf der Bank und wir müssen eh gleich noch irgendwann nach Rietz. Deswegen können wir das einfach kombinieren. Das ist echt gut. Und was dann auch diese Capsules, die ich immer verkaufe, braucht er auch. Das heißt, wir können die einfach ganz locker kaufen. So, jetzt bin ich aber... Jetzt haben wir eine Quest schon mal fertig, ja. Yeah. Okay. Wow, you're the best. Sorry that you had to do such manual work because of those idiot soldiers. So, ich würde jetzt sagen, ich würde jetzt eigentlich am liebsten erstmal die ganzen Kobolde und so wegmachen. Also wir fangen von hinten an und gehen dann tiefer ins Gebiet. Aber wir sammeln jetzt erstmal
hier das Metall ein. Und wir haben schon 44%, Leute. Yeah! Vielleicht schaffe ich heute tatsächlich noch 36 Uhr. Ist schon echt spät. Uhr. Weekday. 19 bis 25 Uhr ist natürlich auch eine geile Zeitangabe. 19 bis 25 Uhr. Läuft. Ach, ich muss die Blümchen wieder einsammeln. Ich weiß es gar nicht. Aber ich habe mal wieder eine Kiste gefunden. Da drin wird wahrscheinlich auch Sturdy Fabric sein. Aber ich bin ja eigentlich nur immer hinter Leder her. Aber tatsächlich Sturdy Fabric. Und ein Duret Dye. Cool, cool. Tatsächlich. Ah, wir müssen tatsächlich Blümchen einsammeln. Bienchen und Blümchen. Ich find's irgendwie lustig. Sie haben es gerade noch geschafft, diesen Namen hier oben reinzuballern. Total geil. Ich muss mal eben husten, Sekunde. Da. Ich habe mich auch schön vom Mikrofon abgewendet, auch ich weiß. Aber dennoch, dass man das eh alles gehört hat. Aber naja. Ach, guck mal, jetzt sind die Uruks sogar aggressiv. Mad Uruk. Na, sonst wären sie ja nicht mad, aber finde ich irgendwie lustig, dass sie das so geändert haben. Und sie sind ein bisschen stärker. Aber Uruks sind auch so tolle Monster, die man einfach umsnacken kann. Huchala, wenn man Stamina hat. Ich meine, ja, Auto-Attacks funktionieren wahrscheinlich auch sehr gut. Mein Gott. Wie lange ich einfach brauche, jetzt ein Monster zu töten. So. Uruk Steak. Normales Blümchen. Das ist ein Kobold. Diesen Kobold wollen wir erstmal umnieten. Ich bin immun. You won't hit me. Oh. Oh mein Gott, wie viel Schaden hat das denn gemacht, bitte? So. Und das Blöde ist eigentlich, ich finde das, also es ist auch wieder sehr lustig gemacht, auch ein bisschen innovativer, finde ich. Aber man muss wirklich die fallen gelassenen Waffen aufheben. Das heißt, es ist auch wieder so eine Sache, also man lootet das Monster nicht und nimmt da die Waffe auf, sondern wirklich die Waffe, die daneben liegt, muss aufgehoben werden. Ist eigentlich lustig. Aber auch nervig. Okay, ich habe den wilden Uruk anscheinend nicht angelockt. Deswegen sammle ich eben mal die Pflanze ein. So nicht, ey, Kollege, ne? Oh, ich habe irgendwas hinter mir. Ich hatte voll Angst, dass dieses Vieh mich die ganze Zeit trifft. Mit diesem einen krassen Schuss, den er da gerade schon gemacht hat. Aber er schießt auch die ganze Zeit in komplett falsche Richtung. Waffe aufheben. Oh mein Gott, mein Magen kriegt gerade Hunger. Oh mein Gott. Ich muss hier eigentlich auch nur das Steak einsammeln wieder, ne? Das Steak. Aus so einem großen Tier könnte man doch eigentlich genug Fleisch machen, oder? So, ich nehme mal... Ja. Aua, aua, aua. Blöd ist auch, ich habe keine Stamina. Ich habe eigentlich überhaupt keine Angst vor den Uruks. Ich habe eigentlich nur das Problem, dass ich keine Stamina mehr habe und diese Ketten mich vollkommen abfacken. Oh, lass mal ein bisschen mehr ziehen, kein Problem. Scheiße. Okay, er ballert mich noch aus der Range. Boah, wir haben echt